Margo, lass die Jungs hier raus. Hilf mal. Lass sie einfach los. Hier, nimm. Schau mal. Nummer 3. Lass sie einfach los, bitte. Steig ein, sie sind alle weg. Du hast doch bestimmt noch ein paar. Nein, habe ich nicht. Oh Mann. Fahren wir weiter. Ich habe Angst vor denen. Aus Nischni Nowgorod fuhren wir nach Rязань und von dort aus direkt weiter nach Süden zum Ziel unserer Reise. In Rязань wartete aber die schon erwähnte Bierbrauerei auf uns. Also brachen wir voller Vorfreude auf. Von Nischni Nowgorod bis Rязань sind es etwa 420 Kilometer. Wir haben ein paar Tage Zeit, um die Heimat des Dichters Sergei Jesenin zu erkunden und zu sehen, was Rязань für uns in petto hat. Nach Nischni Nowgorod haben wir auf unserer Reise einen Abstecher nach Rязань gemacht. Um was zu tun? Um zu sehen, wo dieses Bier herkommt. Das ist eine russische Brauerei. Die zeichnet sich allein schon dadurch aus, dass man dort alles selbst macht. Außerdem haben wir erfahren, dass 3/4 des Marktes von wem kontrolliert werden? Nicht von Russen? Ganz genau. Craft-Bier-Brauereien gibt es gar nicht so viele, wie man meinen könnte. Die Großkonzerne haben sich die meisten einverleibt. Und von denen gibt es viele. Aber diese Bierbrauer haben sie noch nicht geschluckt und werden das wohl kaum tun. Sie brauen selbst echt russisches Bier. Das werden wir auch gleich hier kaufen und probieren. Zuerst ins Geschäft, dann zur Fabrik. Und dann noch zur Fabrik. Auf geht's. Die Rязаner Brauerei nahm ihre Arbeit im Jahr 1950 auf. Dabei wurde Ausrüstung aus Deutschland verwendet, die als Kriegsbeute nach Russland gelangt war. 1973 startete dann die moderne Produktion der Rязаner Brauereigesellschaft für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Heute befindet sich hier die russische Bierbrauereigesellschaft Chmelow. Derzeit erfreuen sich vor allem kleine Kraftbierbrauereien großer Beliebtheit. Fabriken in dieser Größenordnung gibt es daher nur wenige. Gerade das macht diese Brauerei für uns so spannend. Außerdem ist es eine uralte Brauereitradition, Gäste mit Bier zu empfangen. Uralte Traditionen sind schon etwas Tolles. Hallo, guten Tag. Ich heiße Margarita. Vasilisa, ich bin sehr froh, euch hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Guten Tag, ich heiße Ilja. Sehr erfreut. Vielen Dank, dass Sie uns besuchen kommen. Immer gern. Herzlich willkommen in der russischen Bierbrauereigesellschaft Chmelow. Gehen wir rein. Eine Brauerei? Ich will zuerst. Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber haben irgendwelche Großkonzerne euch angeboten, diese Fabrik aufzukaufen? So wie ich das verstehe, gehen sie gewöhnlich nach diesem Schema vor. Sie kommen in bereits gut laufende Fabriken und bieten an, sie aufzukaufen. Ehrlich gesagt, kann ich persönlich Ihnen diese Frage so genau nicht beantworten. Soweit ich weiß, hat es gewisse Angebote gegeben. Aber die Leitung möchte keine neuen Eigentümer ins Boot holen. Zum Glück kommen wir auch so gut zurecht. Wie wirkt sich die derzeitige Situation auf Ihr Unternehmen aus? Können Sie Vorteile daraus ziehen? Ergibt sich hier eine Chance, sich weiterzuentwickeln? Ja, auf jeden Fall. Die Tatsache, dass sich die größten Produzenten aus dem russischen Markt zurückziehen, kann man natürlich als hervorragende Chance begreifen, unseren Anteil auf dem Markt für Bier zu steigern. Andererseits wurden wir auch mit einer Reihe an Problemen konfrontiert, was die Einfuhr von Rohstoffen und Ersatzteilen angeht. Welche Rohstoffe fehlen denn? Hopfen. Hopfen kaufen wir in Deutschland und Tschechien ein. Außerdem noch Hefe, wenn wir gerade schon von Rohstoffen sprechen. Die Hefe kommt aus Deutschland. Auch aus Deutschland? Ja. Und für die Geräte werden Ersatzteile importiert, richtig? Unsere Ausrüstung kommt aus Tschechien, Deutschland und Italien. Die Kosten für die technische Wartung sind da natürlich in die Höhe geschossen. Beim Import ausländischer Ersatzteile kommt es zu Problemen. Aber wir versuchen, einen Weg zu finden. Was das angeht, sind wir ziemlich optimistisch. Wir versuchen, die Situation irgendwie zu meistern. Welche Alternativen gibt es zu Deutschland und Tschechien? In Russland bietet sich Hopfen aus Tschuwaschien als Alternative an. Leider erfüllt er noch nicht ganz unsere Erwartungen. Daher ist das natürlich alles ziemlich schwierig. Für jedes Bier gibt es außerdem eine eigene Hopfensorte mit jeweils eigenem Mischverhältnis. Diese Rezepte auf verschiedene Weise zu ändern, nimmt selbstverständlich viel Zeit in Anspruch. Noch sind unsere Vorratslager gefüllt. Wir hoffen, dass die Einfuhr aller benötigten Zutaten stabil weiterläuft. Andernfalls werden wir uns nach einer Alternative umsehen. Und die Technik, die Ausrüstung, wie sieht es damit aus?
Alles vollständig auszutauschen ist natürlich nicht möglich. Hier geht es vielmehr um die Beschaffung von Ersatzteilen und anderen Komponenten. Da müssen wir versuchen, vergleichbare Ersatzteile zu finden. Die Gesundheitsvorschriften sind in der Brauerei genauso wie in der Käserei. Hände desinfizieren, medizinische Schuhüberzieher an den Füßen und OP-Hauben auf den Kopf. Schon sind wir bereit für die Führung. Die Fabrik stellte sich tatsächlich als ziemlich groß heraus. Kein Wunder, denn für die Produktion solcher Mengen an Kwas, Wasser und über 15 verschiedener Biersorten braucht man viel Platz. Wir befinden uns gerade bei der Wasseraufbereitungsanlage unserer Produktionsstätte. Hier wird das Wasser für verschiedene technische Prozesse aufbereitet. Diese Anlage haben wir 1998 in Deutschland gekauft. Wir waren das erste und zu dem Zeitpunkt auch das einzige Unternehmen im postsowjetischen Raum, das eine solche Wasseraufbereitungsanlage installieren ließ. Was steht hier? Wasseraufbereitungsanlagen. Los, jetzt du. Später vielleicht. Okay, das reicht jetzt. Hier wird also das Wasser aufbereitet und was passiert dann? Hier wird das Wasser für die gesamte Produktion aufbereitet. Was ist das hier eigentlich? Ist das zum Händewaschen? Nein, dieses Wasser kommt aus der Wasserentnahmeanlage, sodass der Bediener hier bei Bedarf eine Probe entnehmen kann. Dieses Wasser kann man also problemlos trinken, ja? Nein. Nein, lieber nicht? Nein. Hab Geduld, wir kommen ja noch zum Bier. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Zapfhahn für Bier. Gehen wir weiter. Ja. Jetzt befinden wir uns im Herzen unserer Brauerei. Das ist die Produktionshalle, wo sich unsere Braukessel befinden. Hier im Herzen riecht es wirklich gut. Es riecht nach Mais. Irgendein süßer, angenehmer Geruch. Kommt mir irgendwie vertraut vor. Nein, das ist kein Mais. Das ist Bierwürze. Bierwürze, echt unglaublich. Die Herstellung der Bierwürze beginnt mit dem sogenannten Maischen. In der Melzerei stellen wir Malz her. Dieses wird mehrmals gefiltert, zerkleinert und mit Wasser vermischt. Im Anschluss wird es etappenweise erhitzt. Was? Was passiert da? Das Malz wird ausgespült und danach etappenweise erhitzt, wobei bestimmte Temperaturpausen eingehalten werden. Und was passiert dort drüben? Eins nach dem anderen. Okay. Sobald die Maische fertig ist, kommt sie in den Filterkessel. Am Kesselboden befinden sich ein Gitter, das wie ein Sieb funktioniert. Dort sammeln sich die Rückstände des Braumalzes an. Dieser sogenannte Treber fungiert als eigener Filter für die Bierwürze. Danach wird die Würze in einem provisorischen Behälter gesammelt, erhitzt und in die Würzepfanne bzw. in den Braukessel geleitet. Hier wird... Oh, da ist Schaum. ...die Brauwürze erhitzt. Viel Schaum. Komm, ich will auch mal. Sieht aus wie Seifenblasen. Wie Seifenblasen. Hier dauert die Erhitzung etwa eine Stunde. Was war das? Hat jemand Bier geklaut? Ist es hier immer so heiß, auch im Winter? Ja, immer. Auch im Winter natürlich. Klasse. Alle Kessel sind heiß. Hier wollen wohl alle arbeiten, weil es hier heiß ist und gut riecht, oder? Hier riecht es wirklich gut. Hier wollen alle arbeiten. Es gibt hier keine Abteilung, wo niemand arbeiten möchte. Hier wird das Bier noch nicht abgefüllt, oder? Nein, hier gibt es keine Bierkonzentrate. Nicht bei unserer Produktion. Wie lange dauert es, bis das Bier fertig ist? Also zum Beispiel vom Maischen nach traditioneller Art bis zum Abfüllen in die Flaschen sind es etwa 25 Tage. Vasilisia hat gesagt, dass hier in der Brauerei alle Bier trinken. Was ist Ihr Lieblingsbier? Das traditionell gebraute Rejsaner Fassbier. Bei uns wird es erst seit letztem Jahr gebraut. Schmecken die neueren Biersorten am besten? Unter den älteren klassischen Chmeljow-Bieren habe ich auch ein Lieblingsbier. Mir schmeckt das auch sehr gut. Vasilisa und ich haben herausgefunden, dass wir dunkles Bier mögen. Du hast es doch noch gar nicht probiert. Ich mag sowieso dunkles Bier. Wir haben herausgefunden, dass es ihr schmecken wird. Ja, ganz genau. Ich habe ihr eine einzigartige Methode der Bierverkostung gezeigt, die ihr unbedingt gefallen wird. Dabei wird ein Weinglas verwendet. Bier mit Wein mischen? Nein, keine Mischung. Einfach Bier aus einem Weinglas. Ach, mehr nicht? Mehr nicht. Nach der Fermentierung kommt das Bier ins Lager. Hier ist es sehr kalt. Es wird eingelagert. Hier ist es sehr kalt. Hier ist die Temperatur eingestellt, die für die Nachgärung des Biers notwendig ist. Wie kalt ist es hier? Hier im Raum sind es 1 bis 2 Grad. Ja, das fühlt man. Ja. Wie im Herbst. Werden hier Proben entnommen? Wie nennt man den Beruf von jemandem, der herumgeht und das Bier probiert? Bierverkoster. Wie viele Bierverkoster arbeiten pro Schicht, also pro 12-Stunden-Schicht? So etwas haben wir hier nicht. Die Proben werden nur im Labor überprüft.
Es gibt hier also keine hochprofessionellen Bierverkoster? Nein, hier nicht. Na, jetzt bist du ja hier. Wir haben dafür extra eine Kommission. 4 Personen pro Schicht, das wäre doch was. Jeder 3 bis 4 Stunden. Nein, hier in der Fabrik wird nicht getrunken. Da sind wohl all deine Träume geplatzt. Ich suche mir einen anderen Traumjob. Das Bier kommt dann hierher zur Filterung. Hier wird die Hefe... Das ist hier, richtig? Ja, hier wird die Hefe von der Flüssigkeit getrennt. Die Geräte hier kommen auch alle aus Deutschland. Eure Ausrüstung ist also fast überall aus Deutschland. Ja, sie werden von einem ausgezeichneten Unternehmen namens Filtrox hergestellt. Deutsche haben beim Bierbrauen in Russland eine große Rolle gespielt. Werden wir versuchen, diese Importe zu ersetzen, oder? Zurzeit funktionieren alle Geräte einwandfrei. Hauptsache, wir haben genug Ersatzteile. Wir werden versuchen, alles zu tun, damit die Ausrüstung weiterhin reibungslos funktioniert. Wir ersetzen also die Ersatzteile? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Uns bleibt keine andere Wahl. Kann das Bier jetzt ausgeschenkt werden? Ja, jetzt, nachdem das Bier... Noch nicht. ...filtriert wurde, kommt es in die Lagertanks und wird von dort zum Filtern weitergeleitet. Auf geht's. Ja, nichts wie hin. Und hier ist schon das fertige Bier nach der Filtration. Es ist also schon bereit, fließt hier durch diese Rohre zum Endverbraucher. Wird natürlich noch verpackt, aber es ist schon fertig und hier drin. Margo, schau mal. Dieser Apparat ist magisch. Wirklich? Leere Flaschen fahren rein. Dort werden sie verzaubert. Und hier kommen volle Flaschen raus. Das ist Zauberei. Eine magische Anlage. Ein magischer Apparat. Aber anfassen darf man sie noch nicht. Wann denn? Wie lange muss man warten? Wie lange? Was meinst du? Bis das Etikett drauf ist. Nein, bis man sie gekauft hat. Sie kosten Geld, man muss dafür bezahlen. Sie einfach so zu nehmen, wäre doch Diebstahl. Das alles hier nehmen wir mit. Wie die meisten Betriebe stand auch dieses Unternehmen vor einer Herausforderung. Viele Geräte, Anlagen und Komponenten waren importiert, ebenso auch die Rohstoffe. Um sich von dieser Abhängigkeit zu lösen, brauchte man Zeit und eigene Konzepte. An der Lösung dieser Aufgaben arbeiten bereits die klügsten Köpfe des Landes. Wir sind auf dem richtigen Weg, also immer weiter voran. Die Bierbrauer halten übrigens an ihren jahrhundertealten Traditionen fest. Man hat uns verschiedene Sorten von hellem und dunklem Bier geschenkt, die wir bei passender Gelegenheit auch verkostet haben. Zu unserer Freude bekamen wir auch noch 2 Packungen Kvass geschenkt. Vielen Dank dafür. Was ist das hier? Bier. Unser Weg nach Kudikinagara führte uns über Starozhilovo. Dort befindet sich ein altes Gestüt, das im Jahr 1893 gegründet wurde. Hier wurden nicht nur Vollblütler für die Rote Armee gezüchtet, sondern auch Kavalleristen sowie die zukünftigen Stars des Pferdesports ausgebildet. Das Unternehmen hat Blüte und Niedergang erlebt. Den vollständigen Verlust des Pferdebestandes und die Wiedergeburt einer einzigartigen Art des russischen Reitpferdes. Wir beschlossen, aus reinem Interesse diesem Ort einen Besuch abzustatten. Und dieser rief bei uns gemischte Gefühle hervor. Wladimir, wenn Sie das Pferd da rufen, kommt es dann zu uns? Eher nicht. Komm her. Komm, komm. Ich bräuchte eine Leine. Ihn so zu führen, tut ihm weh. Er ist ein freier Kerl. Sein Fell fühlt sich sehr weich an. Mein Schöner. Wie geht's dir denn? Wirst du gut gefüttert? Jetzt. Das Futter ist gerade sehr gut. Das Heu ist von hoher Qualität. Und Hafer gibt es auch immer genug. Der einzige Nachteil ist nur, dass es nicht genug Weideflächen gibt. Die Weiden. Warum nicht? Die Weiden sind bei der Pferdezucht von allergrößter Bedeutung. Pachten Sie das Land hier? Nicht ganz. Es ist vielmehr so, dass wir kein Land haben, wo die Pferde weiden können. Man könnte doch meinen, es gibt Weiden, soweit das Auge reicht. So viel Platz. Sie sind alle in Privatbesitz. Aha, daran liegt's also. Ja, sie alle gehören jemandem. Das ganze Land ist jetzt in privater Hand. Früher besaß das Gestüt 6014 Hektar Land. Als ich hier anfing, waren es sogar etwa 10.000 Hektar Land. Es wird auch Geld für eine Sanierung des Gebäudes benötigt, oder? Was die Sanierung angeht, so
wird für den ganzen Gutshof und vor allem das Gestüt jedes Jahr eine Auktion organisiert. Und hier gibt es 17 solcher Gebäude. Wir befinden uns in der Reithalle. Sie ist ein Teil dieses ganzen Gestütkomplexes und wurde im Jahr 1893 gebaut. Was passiert mit dem Gebäude, wenn die Sanierung ausbleibt? Wenn es hier keine Pferde mehr gibt, wird das alles hier Stück für Stück zerfallen. Das wäre dann der Ruin. Wie hat sich diese Importsubstitution auf Sie ausgewirkt? Nun, wurden Pferde aus Deutschland hergebracht? Noch vor der Importsubstitution haben Deutschland und ganz Europa hohe Zollgebühren für die Ausfuhr von Pferden aus diesen Ländern eingeführt. Und jetzt ist überhaupt alles verboten. Die Lage sieht so aus, dass wir uns an sie wenden müssen, um an genetisches Material zu kommen. Es ist nämlich so, dass es nach einer gewissen Zeit bei einer großen Anzahl an Paarungen zu Inzucht kommt, also zur Anpaarung verwandter Tiere. Es kommt zur sogenannten Inzuchtdepression. Dadurch werden die Pferde schwächer und weniger leistungsfähig. Das war in diesem Jahr vielleicht einer der Gründe, warum weniger Fohlen zur Welt kamen, wegen der sogenannten Inzuchtdepression. Und was kann jetzt dagegen gemacht werden? Zum einen muss der Genpool erweitert werden, und zwar mit Hilfe von Pferden aus westlicher Zucht. Da führt kein Weg dran vorbei. Ist das heute noch möglich? Zum anderen brauchen wir bei der Züchtung arabische Vollblüter, um bei der Zuchtpopulation für frisches Blut zu sorgen. Man spricht hier von Veredelung. Wie sieht es mit internationalen Wettbewerben aus? Sind für uns da alle Türen verschlossen? Die Leute fahren immer noch in den Westen, zum Beispiel über Finnland. Von meinen Bekannten weiß ich, dass Leute über irgendwelche Umwege trotzdem zu den Wettbewerben fahren und ihre Pferde transportieren. Wie das denn? Alle Pferdehalter sind wie Brüder und helfen einander. Sie sind wie eine richtige Bruderschaft. Alle respektieren einander, auch wenn sie Konkurrenten sind. Trotzdem unterstützen sie einander. Aber ohne jetzt hochtrabend wirken zu wollen, uns alle eint die Liebe zu den Pferden. Jetzt rein objektiv gefragt. Wie wird das russische Reitpferd in der Welt in dieser Pferdebruderschaft eingeschätzt? Wie wird es bewertet? Was denken da die Profis? Sie sehen es wahrscheinlich als originelle Rasse, da der Bestand dieser Pferderasse verschwindend gering ist. Es wäre daher verfrüht, ihr eine globale Bedeutung zuzuschreiben. Wäre es möglich, die Population zu erhöhen? Was meinen Sie? Natürlich wäre das möglich. Was müsste dafür geschehen? Das Interesse für diese Rasse ist da. Selbst in Deutschland kamen bei den Zuchtschauen Leute auf uns zu, die sich für diese Pferderasse interessierten. Sie brauchten unsere kräftigen und schönen Pferde. Als Pferdepfleger war ich damals Teil des sowjetischen Teams. Im polnischen Olsztyn haben wir den Nations Cup gewonnen. In Leipzig waren wir bei dieser jährlichen Pferdemesse. Dort hat sich allerdings nie jemand für uns interessiert. Aber in Aachen, wo die besten Pferde der Welt versammelt wurden. Ich habe dort gelebt, ziemlich lange sogar. Wo? In Aachen, neben dem Tivoli-Stadion. Ich habe diese Turniere gesehen. Ich war nur ein Junge vom Land, als ich zum ersten Mal dort war. Mich hat die große Anzahl an Autos sehr beeindruckt. Über dem Stadion flog ein Flugzeug mit einem Werbebanner vorbei. Da drauf stand, alle lieben Burgenbrot oder so ähnlich. Als wir wegfuhren, haben sie zum Abschied gewunken. Sie haben uns damals sehr herzlich empfangen. Die Deutschen, ob aus Ost- oder Westdeutschland, haben uns sehr gut behandelt. Und was die Polen angeht, damals besuchten wir uns oft gegenseitig. Wir waren ja praktisch eine Einheit, ein Land. Das kann man sich heute nur schwer vorstellen. Werden wir diese Erfolge wiederholen können? Was meinen Sie? Natürlich, in einem Land mit einem so großen Territorium, so vielen Ressourcen und solchen Landschaften kann man so viele Pferde züchten, wie man will. Wladimir Konstantinowitsch, um das jetzt alles zusammenzufassen. Willst du etwas zusammenfassen? Einerseits gibt uns die Importsubstitution die Möglichkeit, eigene Pferde aufzuziehen. Heißt das so? Pferde aufziehen? Pferde züchten wäre richtiger. Andererseits haben Sie gesagt, dass unbedingt frisches Blut gebraucht wird. Und die Konkurrenz ebenso. Genau, das heißt, uns werden dadurch neue Möglichkeiten eröffnet, uns zu entwickeln. Aber gleichzeitig müssen trotzdem Pferde anderer Rassen eingeführt werden. Natürlich, natürlich. Was sollen wir da machen? Hier ist es eigentlich genauso wie beim internationalen Technologieaustausch. Bei uns ist es nicht anders. Wir können alle voneinander lernen. Während wir uns die Pferde angesehen und über sie gesprochen haben, wurden wir von ein paar Besuchern der Kreml-Reitschule überrascht, die zum Gestüt gekommen waren, um Pferde einzukaufen. Natürlich konnten wir es uns nicht entgehen lassen, uns das Ganze etwas genauer anzuschauen.
Das ist ja mal ein Pferd. Es ist defekt. Es grunzt. Du bist hier einer. Kommst du zu mir, ja? Willst du dich mal umsehen? Du willst dir ansehen, wovor du hier Angst hast? Du bist aber schön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich nehme den. Was kostet er? Wie heißt er? Eastbourne. Eastbourne? Pfeifen wir doch auf das Auto und holen uns 2 Pferde. Hoch zu Ross. Durch Dagestan. Klasse Idee. Also ich fühle mich nur etwas unwohl, ihm den Rücken zuzukehren. Vielleicht kommt er ja angerannt. Ja, möglich ist das. Er ist doch an der Leine. Naja, aber sie wird ihn nicht halten können, wenn er losspurtet. Wir würden gerne ein wenig ihre Zeit beanspruchen. Aida ist ja hier geschäftlich unterwegs. Wir hatten wirklich Glück, dass Sie aus Moskau hierher gekommen sind. Woher kommen Sie? Wir vertreten die Kreml-Reitschule des Zentrums für nationale Traditionen des Reitsports an der WDNH in Moskau. Mein Mann und ich arbeiten mit der größten frei lebenden Pferdeherde in Russland. Wir haben 8 russische Reitpferde. Wir stellen uns einfach in ihre Mitte und geben ihnen nur mit Hand- und Körperbewegungen oder der Chambrere Zeichen. Und die Pferde stellen sich auf verschiedene Weise auf. In jedem Land gibt es gute Pferde und ich denke, dass unsere Pferde den anderen in nichts nachstehen. Sie sind kontaktfreudig, sie haben keine Angst vor mir. Ich bin hier mit wehendem Kleid hereingegangen. Sie alle haben das gesehen, sind aber trotzdem alle auf mich zugegangen. Und haben es bewundert. Ja, aber sie sind alle auf mich zugegangen. Also muss ich sagen, dass es mir sehr gefällt, wie die Pferde hier gezüchtet werden, was zum Beispiel ihren emotionalen Zustand angeht. Unsere Pferde? Ja, unsere Pferde natürlich. Was halten Sie als Profi von der derzeitigen Situation mit den geschlossenen Grenzen und den Problemen beim Import und Export? Werden wir uns weiterentwickeln? Ja, klar doch. Ich habe das ganze Land bereist, von Kaliningrad bis Vladivostok. Wir verfügen über gigantische Ressourcen. Sich in unserem Land nicht weiterzuentwickeln wäre, gelinde gesagt, merkwürdig. Wird diese Situation die Entwicklung ankurbeln? Natürlich, auf jeden Fall. Auch im Reitsport? Selbstverständlich. Ich kaufe jetzt ja keine ausländischen Pferde, wenn wir unseren eigenen Bestand haben. Unsere Reitschule befindet sich schließlich im Zentrum für nationale Traditionen des Reitsports. Wir fokussieren uns jetzt vor allem auf die Populisierung, auf die Popularisierung unserer Pferderassen. Wir fokussieren uns also ausdrücklich auf einheimische Pferderassen. Wir beschaffen gerade zum Beispiel Mesenski-Pferde oder auch gelockte Zabaykalski-Pferde. Wir sammeln gerade Pferde für unsere Reitschule, die unser Land repräsentieren, die Russland repräsentieren. Damit die Menschen kommen und sich die russischen Pferdearten ansehen können. Genau damit beschäftigen wir uns. Sie sind wirklich schön. Natürlich, ja. Ist die Vorstellung schon zu Ende? Sie bringen gleich noch mehr Pferde. Schauen wir sie uns zusammen an? Ja, wir haben 4 Pferde. Leider benötigt dieses einzigartige Architekturdenkmal dringend eine Generalsanierung. Viele seiner Gebäude befinden sich in einem halb verfallenen Zustand. Derzeit werden in diesem Gestüt Pferde gezüchtet und verkauft. Diese Einnahmen decken gerade einmal die Kosten für das Futter und die Pferdehaltung ab. Es ist offensichtlich, dass das Gestüt aufwendig restauriert werden muss, aber das Unternehmen selbst verfügt dafür nicht über die nötigen Mittel. Wir können nur hoffen, dass sich die hiesigen Behörden dieser Frage annehmen und dieses wertvolle Baudenkmal erhalten bleibt. Können Sie die Pferde vom Sehen her unterscheiden? Nein, mittlerweile nicht mehr. Aber die jeweiligen Pferdehalter kennen ihre Namen? Zu meiner Zeit kannte ich sie alle beim Namen. Diese Pferdeart zeichnet sich durch ihre Störrigkeit aus. Diese Pferde sind sehr willensstark. Wir haben versucht, solche Pferde von der Zuchtwahl auszuschließen. Gutmütigkeit ist ein Merkmal des Selektionsprozesses. Aktuell kaufen immer mehr Privatpersonen Pferde, also Leute, die keine Profis im Umgang mit Pferden sind. Für sie ist es sehr wichtig, dass ihr Pferd gutmütig ist. Die Importsubstitution ist in dieser Branche ein zweischneidiges Schwert. Wie sich herausgestellt hat, muss jedes Gestüt ständig seinen Genpool erweitern. Das bedeutet, dass sie sich zur Beschaffung des Genmaterials an andere Pferdezüchter wenden und Zuchthengste von außerhalb beschaffen müssen. Andernfalls droht eine Inzuchtdepression. Wenn man diese ganze Terminologie beiseite lässt, so ist es für Pferdezüchter unabdingbar, sich mit Pferdezüchtern aus dem Ausland auszutauschen. Dann läuft alles wie geschmiert.
Dieser Austausch von Zupfpferden ist für Pferdezüchter auf der ganzen Welt unerlässlich. So funktioniert die Welt der Pferdezucht. Für uns alle sollte der Besuch im Erlebnisparc Udikinagara unser erster werden. Daher waren wir alle gespannt, uns diese ausgeklügelte Mischung aus Wirklichkeit und Fiktion, aus der Realität und den Märchen unserer Kindheit anzusehen. Aber heute war es uns noch nicht möglich, dorthin zu gelangen. Und zwar aus einem sehr einfachen und banalen Grund. Das ist es. Wir sind da. Heute schlafen wir genau hier. Genau an dieser Stelle. Irgendwie kalt hier. Bei Kudikinagora ist alles ausgebucht. Selbstverständlich haben wir das vorausgesehen. Deswegen werden wir unter freiem Himmel schlafen. Unsere Annahme, dass wir früher oder später zelten würden, hat sich bewahrheitet. Dieser Tag sollte genau heute sein, denn das Hotel in Kudikinagora war ausgebucht. Wir hätten dort im Voraus reservieren müssen, was wir natürlich nicht gemacht haben. Naja, zumindest haben wir diese ganze Outdoor-Ausrüstung nicht umsonst mit uns herumgeschleppt. Und ja, ein Zelt aufzustellen ist in der Praxis längst nicht so einfach, wie man meinen könnte. Unter uns gab es keine erfahrenen Wanderer, also mussten wir uns damit ziemlich lange abmühen. Ich selbst zum Glück nicht. So ungeschickt wie ich bin, habe ich das Ganze nur gefilmt. Als wir fertig waren, war es bereits dunkel. Auch wenn die Stadt unser Ein und Alles ist, lassen solche Nächte unter freiem Himmel einen über die Ewigkeit nachdenken. Die stille Nacht, die Sterne und das Lagerfeuer. Im Unterbewusstsein erwacht dadurch etwas Urzeitliches. Und außerdem bewegt sich irgendetwas hinten in den Büschen. Aber ich versuche nicht darüber nachzudenken, sondern nur über die Sterne. Было ехать далеко, был бы самолет. Под заряду про наш клуб совершен полет. У мужчины из Твери от речевых стресс. А один из фанов трогает стюардесс. Мы приедем рано утром в городок чужой. Разойдемся по компаниям на постой. Перед матчем мы встречаемся для затей. Все, что будет, вы узнаете из новостей. Самый лучший